Hallo, die Spectators, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, dem besten Spiel aller Zeiten. Und ja, ihr seht richtig, es ist mal wieder Zeit für ein paar Runden Navy, denn bei dem Durchgang 3-7 der Panzer und Flugzeuge werde ich die 1-7er Navy-Boote zeigen. Schiffe sind es ja noch nicht, es sind nur Boote. Und wir beginnen natürlich auch hier mit den Amerikanern vorne, bevor wir dann die anderen Navy-Nationen auch mit durchgehen. Und auch direkt mal der Geschichte der ersten beiden Boote, des PT-103 und des PT-20, denn die kann ich gut, ganz gut zusammenfassen. Das PT-103 ist schöner. Das bleibt mal hier. Denn sie kommen beide von der gleichen Firma. So, das PT-103 der Firma Elco war eines von vier Hauptklassen an PT-Booten, welche die US Navy im Zweiten Weltkrieg benutzte. Diese vier Klassen waren unter drei Schiffsbauern verteilt. Higgins Industries, Huggins Yacht Corporation und die Electric Launch Company, kurz Elco. Es wurde so aufgeteilt, dass Elco die 77 Fuß PT-20er, das ist das hier, und die 80 Fuß PT-103er baute, welche auch die größte Klasse an PT-Booten darstelle. PT steht übrigens für Patrol Torpedo. Das ursprüngliche Design der Elco PT-Boote geht auf ein britisches 70 Fuß Schnellboot zurück. Dieses war der US Navy doch zu kurz, da sie die 533mm Torpedowerfer aus Platzmangel nicht tragen konnte. Elco kam mit dem 77 Fuß PT-20, das hier, und die Navy bestellte 24 Stück. Die 103er kamen etwas später dazu, als die US Navy weitere Ausschreibungen ansetzte. Sie sollte das in Stückzahl am meisten genutzte PT-Boot werden. Ab Pearl Harbor waren die Elcos überall im Einsatz. Und wie auch sonst immer in den Navy-Videos werde ich jetzt hier cutten und dann sehen wir uns in der Runde wieder, denn ein paar von euch haben es vielleicht schon gehört, die Warteschlange in den Navy-Runden kann ein paar Sekunden länger dauern als in anderen Runden, in anderen Systemen, also bis gleich. Und da sind wir auch in der Runde, es hat so 2 Minuten ungefähr gedauert, es ging also, ich habe es schon schlimmer erlebt. Und wir beginnen hier im Mittelmeerhafen auch mit dem PT-103. Ah, der Ping ist etwas hoch, das liegt aber daran, dass ich jetzt auf dem US-Server bin. Denn den Navy-Modus spiele ich dann, wenn ich mal Navy fahre, auf beiden Servern, einfach um die Suchzeit etwas zu minimieren. Das sollte mir hier aber jetzt nicht den Spaß vernehmen. Das Ding hat halt... Ah ne, wir haben hinten noch die große, das müssen eine 20er sein. Bist du? Das PTF-7, das werden wir uns gleich auch noch vornehmen. Komm, ich lasse dich mal vorfahren. Benutze ich dann als Deckung, weil ich so nett bin. Wir nehmen jetzt hier natürlich lieber die 20er. Werfen da mal Artillerie hin. Einfach, weil die das richtig nerven wird, wenn sie da reinfahren. Auf dem Battle Rating geht das noch. Pack da mal die 20er aus. Gar nicht mal so leicht zu zielen, oder zumindest bin ich es nicht mehr gewohnt. Diese Boote bin ich jetzt schon länger nicht mehr gefahren. Obwohl doch, das neue britische Aufentziehen, das habe ich vor kurzem noch gespadet, als es rauskam. Aber das hat 2 20er schießen ein bisschen anders. Ich will jetzt selbst aber nicht in der Artillerie untergehen. Das würde mir wehtun. Ach, natürlich ist es jetzt leer. Habe ich nicht drauf aufgepasst. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. So, wir drehen hier mal. Damit wir ihm direkt wieder Feuer geben können. Ich weiß nicht, was du bist, aber du scheinst mir einzustecken als... Oder ich sollte die Augen aufmachen. Du bist auf jeden Fall ein deutsches Boot. Und einmal hier. Na gut, wir haben uns gegenseitig rausgenommen, das ist okay.
diese 37er, ich meine, es wäre sogar eine 37er. Der deutschen Moment. Mich AP? Nein, ich habe APIT. Oder? Ja. Ja, definitiv. APIT. Die haben ja zum Beispiel nur 12,7er auf dem 20er. Also, was ich sagen wollte, diese, ich fahre mal nach B. Diese 37er der Deutschen, die ist ultra gut. Gerade auf dem Tier, auf dem BR. Das darf man nicht unterschätzen. Okay, jetzt ist schon raus. Das war ein Bot. Ja, ich hatte gerade gedacht, da wäre ein großes Boot, weil wegen dem Rauch. Ich so, nein, bitte nicht. Aber es kann nicht sein, wir können ja maximal auf 2,7 kommen. Ich wollte nicht nach C, ich wollte erstmal nach B. Jetzt bitte nicht auf offene Meer verfahren. Das wäre sehr peinlich. Naja, es ist zu weit für die 50 Kells. Das können wir knicken. Bis die da hinten irgendwie vom Himmel fallen, dann tun die dem gegnerischen Boot gar nichts mehr. Dann kommen die nicht mal bei den Holzplanken durch. Weil die ihren Schwung verloren haben. Aber hier, diese Geschütztürme sind doch nett. Da sind die, kann ich jetzt hier sehen, die Schützen sind vor Wasser und Regen geschützt. Viel besser als so offene Türme. Dass sie trotzdem mal die Punkte holen, denn ich weiß, es ist irgendwie out, aber ich möchte gerne Siege zeigen. Also fahre ich jetzt hier mal rein. Ich glaube, dann kann ich ein bisschen warten, bis sie näher kommen und dann fahre ich um die Insel hier herum und greife sie frontal an. Es wird ultra schlau von mir. Hoffe ich. Oder ich fahre nach C und hole diesen Punkt auch nach. Komm, ich fahre nach C. Und auf dem Rückweg greife ich sie dann an. Ja, warte, das ist etwas sehr nah. Nein, du sollst nicht umspringen. Du sollst ihn da jetzt doch frontal angreifen. Ich habe mich gerade umentschieden. Die können nicht direkt nach vorne schießen. Na gut, das ist ein Fehler in der Konstruktion, wie ich finde. Einmal umsetzen, der eine ist nämlich leer. So, 50 Kills, zeigt, was ihr könnt. Ja, 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 das tut schon weh, ne? Es tut schon weh. Oh. Komm her, du auch noch. Wir sind gerade. Oh, wer bist du denn? Ein komischer Deutscher. Oh, er hat mich echt bekommen. Schade. Schade. Aber doch irgendwie sonst alle von uns zu Aalemmingen. Oh, oh, ja, komm. Was habe ich dabei? Wasserbomben. So wie es sich gehört. Wenn ich schon mal die Chance habe, im Lot hier in der Navy-Runde zu fliegen, könnt ihr euren Arsch darauf verwenden, dass ich das auch machen werde. Natürlich versuchen werden, in C zu landen. Das ist übrigens immer meine Early-Taktik. Wenn ich in den richtigen Schiffen ein Flugzeug an Bord habe, dann fliege ich damit nach dem ersten Spawn direkt am Anfang der Runde erstmal zum Punkt und cap den. Es gibt mir schon mal ein paar sichere Punkte.
Außerdem, seien wir ehrlich, es gibt nichts Cooleres. Jetzt hat diesen Punkt da zu cappen. Jetzt hatten wir die 12er, das ist ein Ziel zerstört. Okay, das Ding ist auch gestorben. Hier vorne fährt was. Es fährt nach C, ich muss nur vor ihm da sein. Ne, es hängt da unten, weißt du was? Ich versuche jetzt etwas. Ich versuche dir zu geben, was du verdienst, mein Freund. Ich versuche dir zu geben, was du verdienst. Ja, du versuchst mir zu geben, was ich verdiene. Wie sieht's aus? Ah, bitte geht hoch. Die Dinger gehen nicht hoch im Wasser. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Das ist doch extra Wasserbomben, ich bin zu schnell. Ne, die Wasserbomben gehen im Wasser nicht hoch. Gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die sind extra dafür gebaut. Naja. Also konventionelle Bomben nehmen. Jetzt will ich jetzt hier gerne noch landen. Und diesen Punkt holen. Ja, bitte nicht zu schnell, bitte. Ja, boah, du bist noch sehr schnell, aber wir schaffen das, komm. Wir schaffen das. Boah, das Ding. Ey, es wackelt ganz schön. Ich weiß nicht, ob das so wackeln sollte. Komm, jetzt cap den Punkt zu Ende. Was guckst du so? Ich habe doch alles richtig gemacht. Du bist ganz bleich. Muss ich meinen fetten Arsch nur in den Himmel kriegen, bevor ich diese Insel da ramme. Obwohl, das wird gehen. Ah, das wird easy. Ah, sehr gut. Und wir haben sogar überlebt und den Sieg durch dieses Captain geholt. Ja, da, das gefällt mir. Das gefällt mir. Dann rede ich noch kurz über die Geschichte des letzten Boots, des PTF-7 oder PTF-7. So, PTF-7. Die Nasty-Klasse waren Boote, beziehungsweise waren schnelle Patrouillenboote, welche die US Navy Anfang der 60er für verdeckte Operationen in Vietnam baute. 20 Stück wurden der US Navy übergeben und gebaut wurden sie in Norwegen. Und unter Lizenz auch in den Staaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die US Navy keine Verwendung mehr für ihre PT-Boote. Also gingen sie alle bald in Rente. Als sich der Vietnamkrieg langsam abzeichnete, änderte sich die Lage aber wieder und man benötigte Boote, die auch sogenannte Brown-Water-Aufträge ausführen konnten. Das Brown-Water ist eine der drei Kategorien für Wassertiefe des Einsatzgebiets. Blue-Water ist die Tiefsee, Green-Water ist die Küstennähe und das Brown-Water sind Flüsse. Als besagter Bedarf an Booten wieder aufkam, stellte die Westermøen-Werft in Norwegen gerade den Prototyp des Nasty Boats vor. Von der fertigen Version wurden 20 gebaut und dienten im Vietnamkrieg für die Special Operations. Und wir werden jetzt damit auch noch eine Runde drehen. Aber naja, wie gesagt, ich cutte jetzt hier, wir sehen uns in der Runde wieder, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und dann ungefähr 2,5 Minuten später sind wir auch wieder hier. Ihr könnt mal alle weg. Ich mag ich nicht. Wir nehmen alles weg. Bei dem PTF-7 ist sogar noch ein bisschen schneller als die anderen beiden. Und meinem Lieblingsmodus.
Vom ganzen Spiel finde ich diesen Modus, neben dem 3-Punkte-Modus im Panzern, mit am besten. Falls ihr es nicht wusstet, dieser Modus ist der Schlachtmodus der Schiffe. Und im Gegensatz zu den 2-Punkte-Modi, wie man ihn beim Panzern hat, muss man hier erst die 2 Punkte außen einnehmen, bevor man den Hauptpunkt angreifen kann. Und ich hätte das so gerne auch als Schlachtmodus im Panzern. Die Karten dafür haben wir, es wäre groß genug. Ich würde es richtig feiern. So, was wir jetzt hier haben. Wir haben eine 20er und eine 40er. Die 40er ist aktuell das Sekundargeschütz, was halt daran liegt, dass sie hinten sitzt. Aber wenn es geht, werde ich sie, beziehungsweise werde ich dieses benutzen. Das Ding kann auch noch einen Bombenmörser, glaube ich, mitnehmen als Modifikation. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn gerade eingebaut habe. Weil die Dinger sind bis hierhin aktuell wirklich nutzlos in dem Spiel. Komm ich mal ein bisschen um, bis hier eine Dark Adventure war. Ich weiß nicht, welches Battle Rating sie genau ist. Deswegen kann ich gerade gar nicht sagen, wie wir hier gerade so unterwegs sind. So Battle Rating mäßig. Ja, ich will jetzt aber auch nicht direkt wie der erste Trottel da reinfahren. Eigentlich bin ich lieber der dritte oder vierte Trottel, der reinfährt. Einfach zu meiner eigenen Sicherheit natürlich. Mal einmal eine Vollbremsung einlegen. Ja, 2 Kilometer sind okay für 20er. Wenn sie denn darüber schießen können. Ah, die Bäume müssen weg, ich sehe nichts. Hey, ich bin ein Flussboot. Solche Feinde musste ich nie bekämpfen. Ah, du bist zu nah, ne? Dich kann ich nicht bekämpfen, oder? Ah, vielleicht doch. Ah, doch. Wir tun ihm weh, das ist wichtig. Ja, sehr schön. Ich nehme das mit. Was haben wir dort? Ach, wieder so ein kleines deutsches LS-Boot. Friss meine 20er. Okay, aktuell haben die einen Punkt und wir haben einen Punkt. Das ist schon mal... Oh, da sind noch mehr von denen. Ich muss gleich mal Breitseite legen und auf die 40er gehen. Also ab nach Steuerbord. Wechseln auf die Sekundärwaffe. Jetzt geben wir den gleich 40er oder auch nicht. Geht auch lieber Backbord. Und wenn ihr euch fragt, wie Backbord, Steuerbord, was, woher weißt du das? Ich wusste das nicht, aber einer der Zuschauer hatte mir das mal erklärt. Steuerbord ist da, wo 3 R im Namen sind. Das ist dann rechts. Einfach als Eselsbrücke. Während Backbordband dann das andere ist, also links. Ich wusste das nämlich auch nicht. Ich habe das irgendwie nie gelernt. Ich war ja nicht in der Marine oder so. Habe auch keinen Bootsführerschein. Aber ich bin schon mal Boot gefahren. Also so Tretboot und so. Und auch schon auf anderen Schiffen bin ich gefahren. Aber trotzdem hat mir auch niemand erklärt, was ist mein Steuerbord, Backbord, was weiß ich. Du bist ein bisschen nervig hier. Was mich ein bisschen an dieser 40er stört, die schießt ultra ungenau. Und jede kleine Richtungsänderung wird ihr stark zum Verhängnis. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch vom Battle Rating so niedrig, obwohl wir hier ein Boot haben, was halt in den 60ern gebaut wurde. Und wir haben ja im US-Bomber noch andere Flussboote, die in Vietnam waren. So, muss ich jetzt hier langsam mal gucken, dass wir mal B bekommen. Damit wir diese Runde hier an uns reißen können.
Ja, wie gesagt, 2 Kilometer ist noch zu weit für die Kleinen hier. Das ist auch ein etwas größeres Bötchen. Der Bewaffnung hat er hier leider nicht. Das ist etwas, wofür ich lieber die 40er benutze, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir den mit der 20er hier gut durchtackern. Okay, ich kann nicht mehr lenken und ich bin ja gut. Da waren dann ein paar zu viele. Was habe ich eigentlich so komische? Nein, das will ich nicht. So. Ja gut, mit 50 Kills werde ich dem wirklich nicht viel tun. Ich kann versuchen, dem seine Kuh noch ein bisschen runterzuschießen, indem ich die so ein bisschen über ihn spraye. Hey, was willst du denn jetzt hier? Komm. Ich gehe ich mal auf die 20er, die jetzt direkt leer ist oder ne, die mir nicht genauso schießt, wie ich es gern hätte. Los, komm. So. Stell noch Primärwaffnung. Primärwaffnung, genau, Primärbewaffnung. Und dann versuchen wir noch mal zum B-Punkt zu kommen. Lass mir noch mal ein komisches Bötchen. Lad bitte nach. Und wieso schießen? Der muss Apet schießen. Was die KI immer umstellt. Komm jetzt, schieß. Danke. So, dieses kleine Holzboote, die durchschlagen wir mit den 12-5er natürlich. Easy peasy. Feuer an Bord gefällt mir nicht. Nur die 20er. Okay. Wieder so ein kleiner. Der ist natürlich mit seiner kleinen 15 mm echt, ne echt richtig nervig. Jetzt bitte ich bitte auch mal auf HE um hier. Diese kleinen nervigen Dinger. Oh, da waren schon wieder um mich herum welche. Na gut. Aber wir haben ja noch eins. Und hier kann die KI mir auch nicht die Munitionsgürtel umstellen. Ich weiß auch nicht, warum die das immer macht und dann den dümmeren nimmt. Sie wird schon ihre Gründe haben. Immerhin holen wir gerade den B-Punkt, das ist sehr wichtig. Damit wir nämlich den Hauptpunkt freischalten können und den holen wir uns dann auch direkt. Und dann gehen wir als glückliche Sieger vom Platz. So wie wir es verdient haben. Na, dass diese Türme nicht direkt nach vorne schießen können, ist eine richtige Fehlkonstruktion. Und jetzt war nur das Compartment. Okay, sehr gut. Schießt wieder einer. Ach, ist auch so ein kleines G5 oder was hier. Ja, die sind nervig. Also. Aber mit dem 50 Cal können wir ihn. Ah, sehr schön. Gut gemacht.
Rutschen wir hier einmal rüber und fahren wieder nach B. Ja. Ist wieder so ein kleiner nerviger Dom R3. Ach, R3 sage ich schon. L3. LS3. LS. Ach, keine Ahnung. Es ist irgendwie wie ein. Ah, lad nach. Lad nach. Du musst nachladen. Ernsthaft, Mann, lad nach. Er lädt nicht nach. Er will nicht nachladen. Er ist kaputt. Ah, verdammt, das habe ich noch auf der falschen Seite. Ja. Mein Fehler. Wärst du wohl so freundlich und lässt dich von mir zerdeppern? Na, geht doch. Puh. Es war knapp jetzt. So, jetzt schnell reparieren, dass man das Feuer aus ist. Weil wenn man beides macht, dann dauert das beides wirklich sehr lang. Und das ist uncool. Okay, du hast da vorne schon bei C gewartet. Jetzt fahr. Oh, wir haben so gewonnen. Boah, sehr gut, sehr gut. US Navy natürlich gewinnt immer und so, ne? Kennt man ja aus den Filmen. Und eine Schlachttrophäe. Ich bin gespannt, was es wird. Eine Million wäre nett. Eine Million wäre sehr nett. Ein Talisman auf B34. Ist das, boah, ist das der Bomber, oder nicht? Moment. ja, meine B34 hat jetzt einen Talisman. Ach, ist das wunderbar. Jetzt habe ich auch ein Rang 2 Premium-Flugzeug quasi. Das war auf jeden Fall die 1.7er Navy der USA. 1.7er US Navy. Sie legt ganz gut los. Es kommen ja noch ein paar Navies hier. Deutschland, Sowjetunion, Großbritannien, Japan, Italien. Die haben alle 1.7er. Und ich bin gespannt, wie diese Runden noch laufen werden. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß, auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich kein Navy spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und macht es gut.